Hallo da draußen, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Heute zeige ich euch ein klassisches Roastbeef und die meisten denken, es ist wirklich schwierig zuzubereiten. Aber das ist es wirklich nicht. Eigentlich müsst ihr nur das Fleisch beim Metzger kaufen. Ihr könnt es da sogar beim Metzger eures Vertrauens schon parieren lassen. Danach einfach etwas Öl in die Pfanne geben, schön scharf anbraten von beiden Seiten. Großzügig mit Salz und Pfeffer einreiben, den Backofen auf 170 Grad vorheizen und dann so lange im Backofen lassen, bis die Kerntemperatur so ca. 56 bis 57 Grad erreicht. Ich empfehle euch auf jeden Fall ein Thermometer, also ein Fleischthermometer zu verwenden. Das macht das Ganze ziemlich einfach. Das Ganze wird dann, denke ich mal, eine halbe Stunde im Ofen verweilen. Wenn es rauskommt, unbedingt 10 Minuten stehen lassen, dann erst anschneiden und ihr habt ein wundervolles Roastbeef. Zuerst nehme ich ein schönes scharfes Messer und schneide die Fettseite vom Roastbeef an. Vorsicht, dass er dabei nicht zu tief schneidet. Und anschließend gebe ich Öl in eine Pfanne, lasse sie sehr, sehr heiß werden und brate das Roastbeef von beiden Seiten scharf an. Danach raus damit. Von beiden Seiten mit Salz und Pfeffer einreiben. Anschließend den Backofen auf 170 Grad vorheizen. Und so lange im Ofen lassen, bis eine Kerntemperatur von ca. 56 Grad erreicht ist. Anschließend 10 Minuten abkühlen lassen und ihr habt ein wundervolles Roastbeef. So, das Roastbeef ist frisch aus dem Ofen, es sieht fantastisch aus und die ganze Wohnung riecht einfach wunderbar, sodass ich direkt richtig Lust habe, da reinzubeißen. Hierzu passen auf jeden Fall Rosmarinkartoffeln, eine leckere Soße wie eine Soße Bernays kann ich euch empfehlen. Mit frischem Estragon schmeckt es einfach hervorragend. Und wenn ihr noch passende Gewürze braucht, schaut in meinem Online-Shop vorbei und lasst ein Abo da, damit ihr die zukünftigen Videos nicht verpasst. Und ich wünsche euch schon mal einen guten Appetit und viel Spaß beim Nachmachen.